die alten Dinger, ne? Als Kind wollte ich immer im Schloss wohnen, ganz oben im Turm, wo der Wind pfeift, so wie Rapunzel. Zu Karneval hat meine Mutter mir dann irgendwann ein Prinzessinnenkostüm gemacht. Und das habe ich dann jedes Jahr angehabt. Süße. Wird die zu Hause heute wohl ohne mich zurechtkommen? Och, ich bin sicher, Jens geht mit Ihnen Pizza essen oder Hamburger oder Popcorn. Als Felix und Nicole klein waren, gab es bei uns einmal im Monat Schweinetag. Schweinetag? Da konnten sie sich was zu essen wünschen. Und natürlich waren es meistens Spaghettis. Und durften sie nach Herzenslust damit rumsauen. Und ich musste auch mitmachen. Dann haben sie sich halb tot gelacht, wenn ich von oben bis unten mit Tomatensauce voll war. Und am besten war es, wenn Jens auch mit dabei war. Ja, gut. Schweinetag. Schweinetag. Schweinetag, Schweinetag, Schweinetag. Schwein! Du gehst wieder weg. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Aber manchmal ist es auch alles so viel. Und du kannst gar nicht glücklich sein. Und dann auch noch dieser Richard, der seit Tagen um mich rumschleicht. Was will er? Na, was wollte ich loswerden? Das weißt du doch. Ich habe schon überlegt, ob man ihm nicht zuvorkommt und selbst kündigt, eine eigene Firma gründet. Weißt du, wie schwer das ist? Da braucht man viel, viel Geld. Oder eine gute Idee. Wirf doch mal einen Blick in die Unterlagen zum Aurora-Projekt, ja? Das ist Industriespionage, das darf ich nicht. Das rauskommt, dass du die Konkurrenz in deinen Präsentationen lesen lässt. Man ist ja auch wirklich nirgendwo sicher vor der Konkurrenz. Nicht mal in einen vier Wänden. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Aber in der vom alten Grosser ist recht nicht. Der hat vielleicht ein Pech mit den Frauen. Erst muss er diese Abfindung zahlen und dann macht diese Frau Nordberg sich auch noch selbstständig mit dem Geld. Tja, und diese Frau Rieke hält aber auch gar nicht, was sie verspricht. Wie findest du's? Ich fürchte, dieser Auftrag geht wieder an mich. Na, dann hast du dich ja bald saniert. Hab ich. Noch diesen Auftrag. Und ich kauf das Büro. Zeigst du es mir mal? Und jetzt? Augen auf. Du wolltest doch immer Rapunzel sein. Das gehört dir. Findest du?
Findest du das nicht ein bisschen klein? Wenn Felix und Nicole kommen, brauchen wir den Platz. Ärgerlich, dass ich bei großer Show gekündigt habe. Noch ärgerlicher ist es, dass du jetzt bei mir einsteigen musst. Aber am ärgerlichsten überhaupt ist ja, dass wir jetzt zusammenbleiben müssen. Ja, das ist wirklich ärgerlich.